Im Nordosten Schottlands, fast am Ende der Welt, bin ich einer wunderbaren Frau begegnet. Eileen Caddy. Als ich sie das erste Mal sah, war sie für mich die Verkörperung der Liebe. Gleichzeitig meine Mutter, die Urgroßmutter, die universelle Mutter. Als ich nach Findhorn kam, existierte die Gemeinschaft bereits 33 Jahre. Während der Erfahrungswoche, die ich im Jahr 1995 in Findhorn belegte, bin ich mit der universellen Liebe in Berührung gekommen. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich einige Zeit in dieser kraftvollen Energie verbringen wollte. Als Eileen das erste Mal in die Bucht von Findhorn kam, schrieb man das Jahr 1962. Sie verkörperte eine Form des Seins. Auf der einen Seite standhaft mit den Füßen auf dem Boden, andererseits mit einem offenen Herzen. Sie strahlte ein gewisses Licht aus. Sie gab mir den Mut, meinen spirituellen Weg weiterzugehen. Ich fühle, die Verbindung ist immer noch sehr stark. Weil wir uns an ihre Worte erinnern, werden ihre Botschaften in der täglichen Meditation so lebendig. Go back to her words. Viele Menschen kamen hierher nach Findhorn. Sie sahen, wie die Gemeinschaft immer größer wurde. Aber angefangen hat alles mit dem kleinen Wohnwagen da drüben. Dort lebten drei Erwachsene mit drei Kindern. Dort haben wir 7 Jahre verbracht. Am Anfang dachte ich, dass wir hier nur 6 Monate bleiben, aber es wurden 7 Jahre. Auf so einem engen Raum zusammenzuleben, ja, ich fühle, wir haben so viele Lektionen gelernt. Wir sollten Toleranz lernen, Verständnis füreinander entwickeln und vor allem uns in Geduld üben. Alle diese Lektionen mussten wir lernen. Durch Eileens innere Stimme geleitet wurde die kleine Gruppe 1962 in die Bucht von Findhorn geführt. Eileen schrieb täglich ihre Eingebungen nieder. Ihr Mann Peter Caddy hat mit seiner positiven Energie alles in die Tat umgesetzt. Dritte im Team, Dorothy McLean. Sie hatte die Begabung, sich mit dem Naturreich in Verbindung zu setzen. Das führte dazu, dass außergewöhnlich große Pflanzen angefangen haben zu gedeihen. Durch jeden Spatenstich, den sie setzten, wurden liebevolle Strahlungen tief in das Innere der Erde gesendet. Eine der erstaunlichsten Experimente auf diesem Globus begann. Kaido Wanderer ist einer der ältesten Mitglieder der Gemeinschaft. Er war es, der mir das erste Mal von Findhorn erzählte. Seit vielen Jahren arbeitet er im Garten, hat viele Veränderungen der Natur miterlebt.